So, Jungs, letzte Mission in San Mateo. Wir fahren hier gerade ein kleines Rennen nebenbei. Er ist nach vorne. Aber Alex wird gleich die Straße verlassen und dann nicht überholen. Genau. Wir sind übrigens da. Ja, so, hier Auto gleich im Müllplatz geparkt. Perfekt. So, Freunde, wir haben natürlich wieder Unidatedi und alle Mögliche am Start. Ist ja logisch, muss ja auch so sein. Ich würde sagen, weil es die letzte Mission ist, gehen wir mit Drohne vor. Zack. Da ist auf jeden Fall ein Typ mit Geschütz. Da haben wir einen Sniper und da hinten müssen wir eigentlich hin. Also wir müssen eigentlich hier erstmal rein. Hier ist ein Alarm. Ah, da hinten war auch noch einer, ne? Mit dem sind es fünf. Bei uns ist auf jeden Fall eine riesig große Basis. Das heißt, hier werden wir wieder auf jeden Fall mit Rebellenunterstützung reinlaufen. Ich habe jetzt übrigens den letzten Mörderstufe auch freigeschaltet. Das heißt, wir haben jetzt ein relativ großes Gebiet, wo wir diese riesen Artillerie-Dinger runterkommen lassen können. Problem an der Geschichte ist, hier oben ist auch noch ein Scharfschützi. Wollen wir nicht mal versuchen, leise reinzugehen und erst, wenn wir es wirklich nötig haben, können wir auch mal. Krach zu machen? Können wir machen. So viele sehe ich hier gar nicht. Nee, so ein Mörserangriff macht doch irgendwo keinen Sinn, wenn du davon nur irgendwie zwei Leute erwischt, ne? Auf jeden Fall. Irgendwie ziemlich tonisch. So. Wir haben Alarm am Start. Ich sehe bis jetzt. Oh, da ist auf jeden Fall ein Gefangener nochmal, den wir befreien können im Notfall. Hey, Sniper auf dem Dach. Guck mal, hier ist eine Rampe, können wir rausfahren nachher. Hier ist ein Generator, sollen wir mal den Strom abstellen. Hast du den Generator gesichtet? Ich habe nämlich keinen gesichtet, so kommt mir jedenfalls so vor. Noch nicht, ne. Wo ist denn der? Keinen gesehen, noch nicht. Weil das wurde mir gerade angesagt, da ist ein Generator, sollen wir den Strom abstellen? Ich sehe einen Hauptmann. Musst du ihn gesichert haben? Weil ich kann ja einen EMP auslösen, weißt du? Dann sind die zwar alle ein bisschen aufgeweckt da so. Ich sehe eine montierte Waffe. Auf der Karte sehe ich ihn halt auch nicht, Freunde, das ist ein Problem. Ach, dann hinten allerdings, okay. Hat nicht gereicht, leider. Der Umkreis muss ich nächstes Mal ein bisschen weiterentwickeln. Und den haben wir mal richtig gegeben, richtig in den Hals rein, ey. Alarm ist aus. Erster Alarm ist aus. Es gibt da noch noch zwei weitere Alarme. Hier, Jungs, hier sehe ich den Kasten nicht, ne? Ich schieße einfach mal drauf. Darf ich aber nicht zu oft machen. Du bist drin, ne? Ja. Ich laufe so ein bisschen rum, sammle so Zeug ein und versuche Leute wegzumachen, die wir nicht brauchen. So nahkampftechnisch. Ja. Ich habe noch zwei Sniper gegen mich. Da waren die Schulter, Freunde, war knapp. Der war ins rechte Bein oder so. Also das war auch knapp, dass das in One-Shot war. Ich muss noch weiter rüber. Ja, ein schön weit weg. Den hier in der Mitte in dem Tower. Können wir einfach in den Tower reinlaufen. Scheiße. Na, dann macht doch jetzt einen auf Alarm. Ja, ich hab den jetzt unbedingt umgebracht. War auch ein schwieriger Schuss, muss man sagen. Den in der Mitte in dem Tower. Naja. Da wäre ich ja schon fast gewesen. Ich höre einen Heli. Achso, hast du einen Nebenauftrag gemacht? Ne. Oder nee, achso, okay, der Typ vom Heli auf der Nebenauftrag fliegt gerade weg. Okay, ich gehe davon aus, ich muss hier irgendwie mit einem beschissenen Auto. Ah, mit dem Auto muss ich rein. Warte mal, Jungs. Ich komme durch den Vordereingang rein wahrscheinlich, Digga. Weil ich hier gerade so einen Informant umgebracht habe, der vom Vorhinein dann weggefahren ist quasi. Ich kann jetzt ein Auto nehmen und hier reinfahren.
Spaß an. Oh, mach mal den Freund, aber ich kann auch mal. So. So, Jungs. Nebenfaser, ah. Und wie ihr seht, es geht einfach nicht ohne. Man muss auch mal ein bisschen lauter sein. Also sonst hätten wir uns wirklich vorsehen müssen, welchen wir umbringen, welchen wir nicht umbringen und so. Haben wir nicht gemacht? Du bringst die um, die man umbringen kann. Nein, Sniper-Schuss, der war etwa halt verkackt. Ob dein Zug kommt, lass dich nicht überfahren. Sniper da hinten kriege ich nicht. Wir versuchen den links hochzulaufen. Feuer angefordert. Habe ich verstanden. Sperrfeuer. Nicht auf der Straße quasi. Hab die Rebellen um Ablenkung gebeten. Ja, der Mörser ist mal richtig für den Arsch, Mann, teilweise. Feind am Boden. Jungs, ich bin ein bisschen down. Muss ich ehrlich sagen. Kommen wir jetzt von rechts an, von der anderen Seite. Nice, Jungs. Was war das wieder für ein Shot, Jungs? Alarm ist aus. Das war auch der letzte Alarm. Generell kann ich jetzt mal eine Sache noch machen, Freunde. Weil ich jetzt ja näher dran bin. What? Was? Ach, fuck. Ich war versucht, den Strom auszumachen. Hat mich eigentlich in der Nähe hochgejagt mit dem EMP da. Also die Drohne mit EMP hochgejagt. Oder den EMP ausgelöst, aber das ist nicht so. Ging nicht auch? Nö. Achtung, nein, ich Idiot! Tango getroffen. Achtung, hinter dir. Alles egal. Nice, jetzt ist los. Hast du mir zum ersten Mal den Arsch gerettet, Digga. Nice, Digga. So muss das, Freunde. Steht einfach einer vor mir, ne? Der hatte keine Chance, Alter, von zwei Seiten. Riecht der das? Himmel, was kann das sein? Der muss jetzt hier irgendwo sein, oder? Der Tod. Die Rebellen, die sind schon die ganze Zeit da, klar, als wäre nichts gewesen. Ja, ich hab grad zwei befreit. So. Jetzt klären sich alles. Ist wieder die Fleisch. Ist auch wieder eine. Ich sehe El Pozolero. Denk dran, wir brauchen. Ach, besser. Manos arriba, lass mich deine Hände sehen. Hola, señores! Was macht denn der hier? Was ist das denn für ein Stinkebecken, du? Wollen wir mal hier reintauchen? Ja. Bringen Sie El Palacio nach San Mateo. Haben wir einen Hubschrauber? Na, wir haben ein Auto vor der Tür. Ich fordere mal einen Hubschrauber an, mal gucken, wo der hingeht, ja? Gut, dann wir bauen nichts, wa? Ja. Dann lassen wir Auto fahren hier. Wir fahren mit dem Auto bis da, bis zum Hubschrauber oder irgendwas in der Art. Okay. Bist du bereit? Wenn du mich mitnimmst? Was machst du denn? Was hab ich denn gemacht? Wir müssen aussteigen. Ich dachte, wir waren weit genug weg. Okay, wir brauchen ein zweites Auto. Ich hole uns eins. Geh du schon mal hier auf die Straße. Hier steht der Heli. Kommst du bis hierher? Da hinten ist noch eine Waffe. Quatsch, braucht keiner. Ich bin aber langsam. Kannst du schon die Straße runterfliegen? Mach ich. Weg. Guckt euch das an, Freunde. Wie ein junger Gott. So, jetzt lad den Typen mal ein. Vorsicht, dass er nicht am Kopf stößt. Am Rollator hinten, weißt du?
Moralator. Ich glaube, du bist dein. Wie heißt der? Die da? Wortwahl nicht ganz so. Ventilator? Nee. Wie heißt der Ding hinten? Ja, dann putzt du nämlich selber mal, ne? Ich muss jetzt schießen! Ja, ja, dann mach doch mal! Nee, ich weiß lieber mit. Na, wie heißt das Ding? Rotor! Rotor, so hieß der Rotor-Rollator heißt das Ding. Ich hatte einen Eigennamen bekommen. So, wir fliegen Young and Hot, Alter. Unter dem Radar, Digga. Falls wir über Nacht bleiben. Die rote Landschaft. Die Landschaft ist so rot wie das Land, was mit dem Blut der Leute getränkt wird. Brauche ich mir so. Ein Bär? Deinen Teddybär? Es ist nicht so, wie er denkt. Ich habe keine Angst im Dunkeln. Aber Pepito denkt, ich würde fremdgehen. Nidia Flores gab mir einmal eine Giraffe Azul und Pepito hat sie aufs Übelste Ist das eine geile Landung gewesen, Freunde? Also, ne? Ich hab grad nicht hingeguckt. Ah, halt die Fresse. Hey, die Fliegen macht mir jetzt immer mehr Spaß, weil ich es langsam rausgefunden habe in dem Spiel hier. Holst du den Typen eigentlich? Oder? Nee, ich muss ihn ja holen, wa? Oder du hast den? Oh Mann, ich kann mit ihm nicht runterspringen. Wie ist denn eigentlich? Sehe ich dann auch den Abspann? Ja, ne? Du siehst da auch mal den Abspann, ne? Einfach reinladen. Okay. So, Jungs, ich glaube, du warst ja mit dem Gebiet, oder? Inigo Morales, so ein Schneider. Ein Bezirksrichter. Ja. Auf dem Weg von der Arbeit verschwunden. Octavio Rodriguez, ein junger Aktivist. Von einer Gang bewaffneter Männer vor einer Bar entführt. Spurlos verschwunden. Mirabel Castro, eine Lehrerin, wurde zuletzt an einem Unidad-Kontrollpunkt gesehen. An sie erinnere ich mich. Sie hatte wunderschöne Haut, so wie ein Engel. In der Akte hier sind 1000 andere Opfer. Das ist ein Psychomann. Nur aus diesem Jahr. Jeder Einzelne hatte eine Familie. Die vor Trauer verrückt wird, weil sie zerstört wurde. Sie waren schon tot, was hätte ich denn tun sollen? Midas glaubt, er ist im Kopf noch ein Kind. Vermutlich hat er keinen Plan, was sie meinen. Dann hat er besser ein verdammt gutes Gedächtnis. Ich will den Namen jeder einzelnen Person, die sie in so ein verficktes Fass gesteckt haben. Scheißegal, wie lange es dauert, verstanden? Ja, okay. Und dann bringen sie mich zurück, ja? Ich muss weiterarbeiten. Ja, lol, Jungs, ne? Klar, wir bringen dich wieder in deine Chemiefabrik zurück, wo du weiter Leute irgendwie zersetzen kannst. Super Idee. Eieiei, Freunde. Oh, was ist denn das für eine Waffe, Jungs? Residuos. Was kann denn die? Ach, die macht doch auch wieder keinen Schaden, Freunde. Ist auch wieder so eine SMG. Na gut, Jungs, wir gucken mal rauf. Wir sind jetzt hier bald mal durch. Es könnte halt auch mal sein, Digga, dass wir mal langsam, weil wir jetzt nämlich La Plaga freigeschaltet haben. Glaube ich, müssten wir eigentlich. Warum ist denn der nicht freigeschaltet? Besiegen Sie zwei Sicherheitsbuchons. Haben wir doch. La Plaga will mit seinem großen Bruder aus dem Land fliehen. Ich doch, aber er blockiert da noch. Ah, okay. Und wo war er, Typ hier? Ey, sind ja alle im gleichen Gebiet, Digga. Wir müssen da mal irgendwann hin. Ich glaube, wir machen noch ein Gebiet so, Freunde. Und hier auch der Typ. Na, El Bukita, warum ist denn der nicht freigeschaltet? Da steht, besiegen sie 5 Schmuggelbachons, Digga. Alle 5? Alle 5 steht da bei dem. Bei ihr, der schönes Tönchen steht, besiegen sie alle. Ist auch geil. Und bei Produktion müssen wir 3 machen. Krass, das heißt, dieser Zwischenboss, der ist wahrscheinlich irgendwie ein bisschen interessanter so. Ist ein bisschen cooler so drauf. Ich will auf jeden Fall schöne Mission machen. Also, Jungs, wird dann eher Richtung Schmuddelmission gehen. Ich guck mal, was jetzt hier das Nebengebiet wäre. Produktion wäre das Nebengebiet, Einfluss wäre auch eins. Wo ist denn hier Schmuddel? Schmuddel ist am Arsch der Welt hier hinten. Wollen wir erstmal La Plaga machen? Und hier unten. Ich brauchte die Medizin. Ah, Jungs, also ihr seht selbst, ne, die roten Gebiete, die haben wir jetzt fertig. Wir sind so einmal ein bisschen durchgegangen, haben jetzt nicht ganz die Hälfte, würde ich ungefähr denken. Oder ungefähr die Hälfte fertig. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Also, wir werden uns noch ein bisschen beraten, mal gucken, wo alles ist. Und dann bis denn, ne?